Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge 7 Days to Die Alpha 16. Mit den Karma-Jägern. Aldur. Hallo Zombie. Zombie-Ersatz. Wie geübt. Geht aber auf die Stimme, ne? Also an dem Tag, an dem wir gleichzeitig alle die Schreierin nachmachen, an dem Tag haben wir es geschafft. Ich glaube, der Sound ist am Keyboard entstanden, so mit 5, 6 verschiedenen Samples übereinander gelegt. Könnte ich mir vorstellen, ja. So. Joa. Aber die geht auch schnell da weg wie Butter, die 100er. Ah, noch. So. Ist das eine scheiß Sicht hier? Sieht man ja gar nichts. Ist ja fast wie in London. Naja. Hey, lass meinen Baum in Ruhe. Mein Baum, dein Baum. Baum ist für uns alle da. Der fällt auf uns alle. Ey, das war ein Mordanschlag. Der Alpha 13 wäre ich jetzt tot. Das war mit Vorankündigung. Dafür nehme ich jetzt hier einen Rucksack mit einer Gewehrstütze. Mama. Ein Zweier, wow. Immerhin. Noch viel weniger wäre nicht mehr gegangen, ne? Immerhin. Zu Hause. Baby. So, jetzt brauche ich ja noch Holz hier. Ich brauche Holz. Nehmen wir die alte hier auch gleich noch auseinander. Hey. Mag den Müll hier nicht rumliegen haben. Ach ja, kommt die in die Biotonne? Ja. So, jetzt gucke ich erstmal, was ich abschmeißen kann. Lalalalalalalala. Das 62. Also das machen wir nochmal Arrows. Arrows, immer nur Arrows. Mach doch mal lieber ein paar Stacheln. Jetzt schon. Nein, am Tag 7. Das ist eine gute Idee. Machen wir lieber Tag 7. Oh. So 5 Alibi-Spikes. Ja. Ich weiß nicht, wie lange mein Bein noch. Oh ja, das wird noch lange benutzt. Ich wollte jetzt auch mal auf deinen Baum schlagen. Noch Punkte. Kann es sein, dass die Sleeper zufälligerweise frisch spawnen? Ja. Ich hatte mich jetzt hier gerade um die Ecke geschielt und da war nix und in der Sekunde, pups, ist er einfach so aufgepoppt. Theoretisch. Schweinepriester. Ey, kann ja auch nichts mehr. Da ist noch mehr. Oh. Vor dem Haus ist schöneres Wetter als hinterm Haus. Ist doch mal witzig. Ja.
Na komm raus. Mann, ist das jetzt eine krasse Klimawetteränderung. Halleluja. Geh doch einfach rein. Wenn nicht, was du hast. Ja. Na, müssen wir. Noch mehr? Bitte. Noch mehr? Hä? Ja, du mit deinem Spike Club hast gut reden, ne? Ja? So. Besser? Ja, ja. Zombie-Loot ist aber nicht gut. Oh, endlich hast du den mal zur Ruhe gemacht da oben. Da war ja schon echt schön. Das gibt's doch nicht. Ich hab die doch genau anvisiert. Hast du? Ja, jetzt ist aber Ruhe im Karton hier. Das rappelt im Karton. Na. Ach ja, ich weiß jetzt, was meine beste Freundin eben wollte. Mhm. Weil sie ja zweimal angerufen hat. Mhm. Ah. Dass ich runterkomme, mein Rauchen. Naja. Ja. Ist halt auch ganz wichtig, ne? Hat aber vorher auch noch mal gesagt, ach, du willst gleich streamen. Ich so, ja, ich streame Montags immer. Also wusste Bescheid, aber nein. Aber nein. Hi, Mausi. Wo darf man was reintun? Einfach nicht bei erstmal unten rein. Ich wollte gerade sagen, am besten erstmal irgendwo, weil ich habe gerade erst angefangen zu sortieren. Okay. Kann ich ihn rausnehmen? Das. Das kommt mit raus und das wird gesetzt. Wo setze ich mich denn? Nee, eine Küche ist wieder drin, ne? Ja. War hier nicht auch irgendwo ein Schlafraum? Jo. Ja, genau. Weil ich würde sagen, hier können wir dann auch die Forges reinstellen in das Küchenkämmerchen. Küchenkämmerchen, ja. Hier unten dann so wegschlagen. Könnten wir ja. Ja. Oh, das ist gut. Ich doch auch gerade gesehen. Oh, ich hab endlich Level 5. Geil. Yippie. Gut. Geht ja langsam voran, ja. Und schönes Wetter. Und schönes Wetter, ja. Oh, dann gibt's auch gleich eine Runde bessere Bögen. Das ist schön. Bin auch schon wieder Pfeile am Sammeln, Federn. Nice, nice. Und neue Messerchen. Sehr nice. Dann. Ah, den wollte ich nehmen. Brauchst du noch eine neue Axt? Im Moment geht noch. Okay. Wir jetzt sowieso erstmal ein bisschen was setzen. Hattest du schon irgendwo neue Äxte reingelegt? Nee, jetzt bin ich das. Okay. Hast du deinen Schlafsack schon gesetzt? Nein. Ja. Oben auf dem Dach drüben. Dachte eigentlich hier. Mm.
könnte man mal machen. In die Waschmaschine hier im Hauptraum schon mal euer neues Equip. Okay. Also Bögen sind noch in Arbeit, aber Messer sind schon da. Wo kommen denn die Waffen her? Frisch gewaschen. Und wo die Werkzeuge? Wir haben noch keinen Platz. Okay, dann mache ich mal in die linke Kiste einfach jetzt die Äxte. Ja. Ich fange ja gerade erst an hier, nicht? Jo. Trinken wir noch? Das ist ja hier das Haupthaus, ne? Ja. Das, wo der Eingang ist. Genau. Da kann man eigentlich dann doch irgendwie ein gescheites Haus drüber setzen einfach, oder? Inwiefern? Ja, eins aus Blackstone. Achso, kann man so Holzbude, ja. Kann man drum rum machen, ja. Genau. Ich werte hier jetzt gerade nur die untersten so ein bisschen auf. Ja, macht für die Nacht ja schon Sinn. Und werde jetzt auch Holzstacheln setzen, aber dann setze ich die in einem Abstand. Mhm. Haben wir irgendwo was zu essen? Ich hab's in der Hand, weil ich gerade dabei bin, eine Kiste zu machen dafür. Ah, okay. Entschuldigung, dass ich nicht zaubern kann. Entschuldigung, dass ich nie hell sehen kann. die Bone Chips kann man nicht scrappen, das ist auch blöd, ne? Nee, die musste wegwerfen. Das war noch nie so, dass man die scrappen. Richtig. Kann. Könnte man ja eigentlich mal so zu Knochenmehl verarbeiten und das dann auch zu Kleber, ne? Naja. Naja. Könnte man. Ja, das kommt da rein. So, hier oben ist Essen drin. Okay. In der Küche. Also nicht in dieser Küche, in dieser Ach Küche so. Da. Oben? Ja, in dem kleinen Kistchen, was ich extra gemacht habe. Hä? Ich bin heute irgendwie blind, blöd und vergesslich. Ja, über das Feuer direkt. Heute. Da ist eine Kiste, da sieht man schon wieder nichts. Total hell hier drin. Nur. Was? Das ist der dunkelste Ecken im ganzen Raum. Nein. Bei mir schon. Nur heute. Es ist so taghell da drin, wie hier draußen direkt unterm Licht. Was? Nur heute. Ich mach dir einen Screenshot, ohne Scheiß. Nur heute. Was hast du für Einstellungen? Ich mach dir einen Screenshot. Ich hab hier 200% Helligkeit. Hi. Wie geht's Man dir sieht so? keine Kiste. Das ist krass. Was fehlt mir denn jetzt? So, ich leg jetzt auch eure Bögen hier rein. In die Waschmaschine. Okay, in die Waschmaschine. Mhm. Ja, damit sie gut riechen. Ach so, genau. Ja. Weich gespült. Extra. Das sind dann Top-Waschbögen. Aber bitte in Schnellwaschgang. Ja. Obwohl, einen Bogen brauche ich eigentlich nicht, aber das ist gut, dass da einer sitzt. Also ich könnte einen gebrauchen. Der 25er ist nicht so... Immerhin ist er 100 dann noch schon, ne? Ja. Also. Superb. Ja. Nach anfänglichen Herzinfarkten geht's mir jetzt wieder ganz gut. Na dann. Und ich will hier mein Messerchen wegschmeißen. Du war am Anfang zu viel für mein kleines Herz. Ja, glaub ich nicht gerne. So. Machen wir denn mal hier? Achso, da. Ach, da. Kein Platz. Spielstunden hast du bei der. Ich glaube, ich bin um die 500 Spielstunden. Also, ich bin dann noch. Ein kleiner, blutiger Anfänger. Oder? Also, ich glaube, so viel blutest du nicht mehr. Ja, die Spielstunden, finde ich, sagen aber eigentlich gar nicht viel aus. Nö. Wie viele habt ihr nochmal? 1100 so um den Dreh. Ich bin irgendwie kurz vor der 700. Yeah. Kratzeis Warrior hat auch knapp 570. Joa, siehste. Ich habe angefangen, habe ich Ende Alpha 14 und seitdem spiele ich und seitdem... Ja, Suchten kann man es nicht nennen, aber es ist mein Hauptspiel. Suchten wäre noch ein bisschen schlimmer.
Ja, gibt ja Leute, die den reichen 3 Stunden in der Woche nicht, ne? mir reichen auch keine 3 Stunden in der Woche, aber ich brauche dafür niemand anders unbedingt. Richtig. Ja, oder so. Ganz genau. Ich habe genau 462 Stunden und Proxy hat 1140. Doch, so viel schon. Ja. Ach, die Zeit vergeht. Ich gehe auf die 500 zu. Ich gucke aber auch schon seit der Alpha 8, also so ist nicht, ne? Ich habe mich monatelang gezogen wegen PayPal kaufen und so. Du hast ganz PayPal gekauft? Ja, ja, das war schon eine schwierige Entscheidung. Also ich habe überlegt, soll ich nicht? Das ist schon ein entscheidender Schritt gewesen. Also. Ja, ja. Macht man ja nicht jeden Tag so, ne? Das ist wohl wahr. Danke für den Follow, Kratzeis Warrior. Ich muss immer noch mit Arno drüber reden, dass ich das hören möchte. Was? Das habe ich mal vergessen, mein letztes Mal. Willst du ein Drachenanimationchen? Nee, ich brauche irgendeinen Ton. Irgendeinen Ton? Achso. Ja. Also irgendwelche Töne kann ich dir machen, so ist das nicht. Ja, Töne kann ich auch machen. Aber welche, die nicht riechen? Auch die kann ich dir machen. Okay. Na dann. Stimmt, ich wollte doch mal einen Schlafsack machen eben. Ja, wolltest du. Heute habe ich echt einen tollen Tag, ey. Ja. Also ich glaube, ein Standardgast im Alzheimerheim ist, glaube ich, weniger vergesslich. Ja. Alle wichtigen URLs gibt's hier, genau. Außer im Safe hat der alle schon durchgeguckt, ne dann. Ja, die Safe habe ich noch nicht, ne? So. Den Safe wollte ich jetzt aufheben, dass wir... Genau, ordentlich looten können mit Perken. Was haben wir denn? 7,3. Naja, dauert noch. Eigentlich muss ich hier oben auch noch dicht kriegen. Na ja, gut, stellen wir erstmal nur Dinge hin. 34 Punkte habe ich, okay. Player Level 10, okay. Was nehmen wir denn da? Oh, runter mit mir. Den nehmen wir. Oh, wow. So. Die Hedge ist wirklich geil gesetzt. Ja. Was ist das? Also, machst du alles kaputt? Nee. Ich hab die Hedge richtig interessant gesetzt. Aber richtig interessant? Wieso das? Mhm. Weil Koks. Keine Ahnung. Weil ist so. Hä? Ihr wollt jetzt wie hier drauf bauen oder von unten nach oben hochbauen oder wie? Oder was? Ja, eher drauf. Sollte man, das ist ja auch ein ziemlich großes Areal, obwohl es nicht so groß aussieht. Leben haben wir noch das, nicht, ne? Nee, einen einzigsten Klumpen habe ich aus Versehen sozusagen aufgesammelt. Hätte ich jetzt sofort schon werfen können. Da. Warte. Werkzeuge kommen jetzt nach links. Okay. Das können wir ja schon mal machen. Ich glaube, wir haben nicht genug Leder, oder? Doch, habe ich eben schon für gesorgt, dass ich oben angekommen bin. Okay, das ist gut. Weil ich habe ja einen Wolf auseinandergenommen. Ah, oh. Vorher einen Hund auseinandergenommen. Und was habe ich noch auseinandergenommen? Ach, ganz am Anfang den Hirsch. So, wie weit bin ich denn? Ach, dann werde ich noch nicht aufskillen. Geht denn das Feuer sofort wieder aus? Da die letzte. Diese hatte ich letztens auch. Das war allerdings umgekehrt. Da ging es nicht mehr aus. Okay. Die Folge mache ich jetzt mal hier ein bisschen kürzer, weil die andere zu lang war. Von daher sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye bye.